Hallo, ganz herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einem Let's Play. Und zwar in The Ascent. Wie ihr sehen könnt auf dem Bildschirm, wir sind hier unterwegs. Ich habe eine Multiplayer-Session geöffnet, warte gerade auf Wukong, bis der hier eintrudelt. Das heißt, wir werden zusammen jetzt hier noch ein bisschen was rocken, hoffentlich. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Und ja, ich bin jetzt hier schon ein bisschen am Rumgurken. Ich hatte ein bisschen schweren Starten des Spiels. Denn ich hatte eigentlich Kopfhörer mit Bluetooth und da hat es immer nur funktioniert mit dem Game, wenn ich ein Spiel neu gestartet hatte. Und wenn ich ein Spiel geladen hatte, ging der Sound nicht mehr. Und dann habe ich rausgefunden irgendwann, dass es an der Bluetooth-Verbindung liegt. Also irgendwie gibt es da wohl noch ein Problem, ein technisches, was ich nicht weiß. Aber mit meinen anderen Kopfhörern geht's jetzt. Das heißt, seitdem bin ich auch gespannt hier drin unterwegs, fasziniert auch hier drin unterwegs, denn grafisch ist das wirklich eine wunderbare Sache hier. Und was die Sounds angeht, ich habe die jetzt ein bisschen stark runtergeschraubt. Ich hoffe, ihr hört sie trotzdem noch ein kleines bisschen. Die sind richtig schön knackig, macht richtig Spaß. Das Spiel hat natürlich ein paar technische Problemchen. Hier und da oder Unsauberheiten würde ich es jetzt mal so bezeichnen. Aber ansonsten finde ich, ist das Ganze hier bisher ziemlich gelungen. Ich bin Stufe 11. Mein Gesicht ist jetzt davor hier unten vom Bildschirm rechts da. Stufe 11, bin also schon ein paar Stündchen hier weitergekommen und finde es aber bisher richtig cool. Ich sehe, dass andere viel mehr Waffen haben als ich in Videos und so. Also da bin ich wohl noch ziemlich schlecht vertreten mit meinem kleinen Arsenal. Hier habe ich gerade ein Kopfgeld ergattert. Der Typ mit dem roten Schrift über dem Kopf, den ich getötet habe, der war. Ich darf hier nicht zu so fahrlässig sein. Das war jetzt hier eine Augmentation, das war der Hydraulikschlag, den kriegt man ja ziemlich früh im Spiel. Jetzt gehe ich in Deckung. Ja, das finde ich eine mega coole Sache, was sie da gemacht haben. Mit dem Deckungssystem sieht man ja auch nicht alle Tage in einem Spiel dieser Art. So, das ist das Kopfgeld. Und ja, die Stufe 11, die anderen sind jetzt hier, glaube ich, 14, 15. 13 sind sie, okay. Das geht noch. Ah, 15 hier. Also ich muss schon ein bisschen aufpassen jetzt. Wieso stirbt der jetzt nicht? Jetzt werfen wir mal eine Granate darunter. Ach so, ich hätte noch mal G drücken müssen, damit sie früher in die Luft gegangen wäre. Das habe ich jetzt auch verplant. Eieiei, da kommt. Ui, ich muss aber aufpassen jetzt, hä? Das ist immer das, wenn man immer nur am Quatschen ist, so wie ich jetzt. Na, da will ich euch was erzählen. Und dann ist halt Gehirn mit Reden beschäftigt, anstatt mit Spielen. Dann üben wir uns halt noch mal im Deckungssystem. Zack. Ui, da kam ja richtig schön, hat er was gedroppt. Ja, Lebenspunkte können wir auch definitiv gebrauchen. Ihr seht, also ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht, ob mein Kopf direkt davor ist, aber die roten Balken da, die drei, sind theoretisch meine Lebenspunkte. Das ist jetzt auch hier das erste Mal, dass ich auf diese Feinde treffe, die sich hier so stealth-mäßig bewegen. Ich hoffe, ich knall nicht wieder Zivilisten ab. Das passiert mir ziemlich häufig. Ich denke, es sind Feinde. Das Schöne ist, wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält, dann kann man ein bisschen weiter gucken. Oh. Das ist auch cool, ne? Das sind Feinde eigentlich. Die sind orange oben auf der Map.
Und ja, eine Granate kann ich nicht werfen. Doch, kann ich. Cool. Oh, aber da das Roboter sind, war die jetzt, glaube ich, nicht so effizient gegen die Viecher hier. Und ich sollte ein bisschen aufpassen. Oh, da ist schon wieder. Da ist schon wieder so ein Kopfgeld-Typ. Ich muss jetzt echt aufpassen mit meinen Lebenspunkten. Das ist ja schön. Wieder ein Kopfgeld abgestaubt. Das muss ich dann in der Bar abgeben und bekomme dafür Kohle. Oh, ist das ein neuer Waffentyp, den ich da gefunden habe? Das wäre ja mal was. Dann gehen wir doch gleich mal kurz gucken. Gucken, oder wann Wukong kommt. Nicht wann YouTube kommt, sondern wann Wukong kommt. Gut, man muss ja die Waffen dann aufwerten, die man benutzt, die man benutzen möchte. Das kostet solche Aufwertungsteile und davon hat man nicht unbedingt mega viel. Deswegen ist der hier jetzt auch natürlich vom Schaden her ein bisschen ja, zurückhaltender, dieser E77. Bin doch bei dir. Mensch, grüß dich, Wukong Hai. Hi. Du bist mitten in der Aufnahme. Ja, ich habe schon eine Weile zugehört. Ich wollte nicht dazwischen reden. Ach so. Ja gut, auch cool. Hatte ich auch noch nie, dass ich neben jemanden in einem Voice-Chat ein Let's Play mache. Ich Cool. habe gewartet, dass du über mich lästerst, also. Ach so. Hast du gerade, dass ich YouTube sagen wollte, anstatt Wukong? Ja. Du bist YouTube geworden. Ja, her mit der Kohlen. Ja, wie viel Prozent willst du? Alles? Oh, du bist also genauso nett wie das echte YouTube. Tatsächlich. Ah, ich muss jetzt hier gerade gucken, dass ich nicht sterbe. Ach du Scheiße. Ich habe schon ein Spiel offen, also ich bin schon in flagrante hier, gell? Und krieg auf die Fresse. Ich lade dich aber gleich ein. Ja, ich habe Spiel offen. Cool. Oh, wenn du jetzt sehen würdest, wie viele Lebenspunkte ich noch habe. Scheiße. Cool. Und jetzt kann ich ein Profil wählen. Warte mal, ich check's nicht mehr. Jetzt, hier? Okay, jetzt muss ich ein Profil auswählen. Ist es jetzt das? Ja. Ah, jetzt. Okay. Ja. Die zeigen mir alle meine Speicherstände. Und ich muss mit einem Speicherstand. Ach du Kacke, guck dir die Scheiße an jetzt. Siehst du Wieso? das? Du bist ein grünes Mannequin und bist irgendwie am Dancen bei mir so ein bisschen. Ja, ich hab gerade quasi auf dem Boden, den Boden, auf dem wir stehen, ich sehe den Boden nicht. Also ich sehe jetzt quasi. Ah, jetzt sehe ich den Boden. Gut. Ich habe mich langsam reingebackt hier bei dir. Schön da zu sein. Ja, wunderbar. Oh, das ist ja total gut. Guck mal, diese wunderbare Lebensleiste, die du jetzt siehst vom anderen. Das ist gut, ja, toll. Ja. Sehe ich, wenn du Oh. stirbst. Das ist kein Problem, das siehst du sowieso. Ich mit meinem Super Level 3 und ich glaube nicht ein Skillpunkt verteilt. Dann kann es ja losgehen. Ja. Irgendwo da hinten leuchtet was gelb und da kann man Leute töten. Und du bist ja Level 11, also sollte das machbar sein. Ja, ich lasse dich einfach mal aufleveln, ne? Ich lehne mich zurück und. Ja, das geht ja nicht, weil die hier alle komischerweise Level 9 sind. Ach so. In dieser Level 2 Mission. Das ist ja das, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, was man da machen musste. Ich glaube, da gab es davor noch eine Quest. Naja, Muss ich. erstmal die Steuerung wieder verstehen. Genau. Ich habe doch die Granate schon. Kriegst du die Granate auch? Nö, oder? Och, keine Ahnung, egal. Okay. Ich schieße jetzt ja auf Zivilisten und Autos und. Die kann man, glaube ich, auch looten, gell? Ja, es geht, es geht. Wir leben noch und das Spiel läuft noch. Wo komm, Das ist ja super. du
kannst doch nicht den Loot da einfach liegen lassen. Siehst du das? Was will ich? Liegt gerade auf dem Boden. Das ist viel wichtiger. Ja. Gut, nicht gut. Warte, man kann. Geht das jetzt wieder los, dass du mich verrecken lässt? Wenn du in irgendwelchen Menü rumdümpelst. Ich habe wenigstens jetzt einen Erfolg gekriegt, dank dir. Helping Hand. Ich bin halt einfach sozial.